Ja, es freut mich sehr, dass ich wieder einmal hier auf der Retropulsiv einen kurzen Vortrag über ein kleines Projekt machen darf, das ich vor einem halben Jahr ungefähr oder länger schon gemacht habe. Und ich heiße Norbert Kehrer, wer mich jetzt noch nicht kennen sollte. Ich komme aus Österreich, aus der Nähe von Linz und möchte dieses Mal etwas erzählen über meine Portierung von Spielhallenspiel Phoenix auf den Schneider CPC. Kennt ihr das Phoenix-Spiel? Wer kennt das nicht, oder? Ja, okay, na, werdet ihr dann gleich sehen. Erzähle ich ganz kurz auch. Ich möchte nur ganz kurz beschreiben, worum es da, was ich gemacht habe, und vielleicht kann ich den einen oder anderen oder die andere motivieren oder inspirieren, auch einmal sowas zu versuchen. Und ich gehe nicht zu sehr ins technische Detail dann. Ausgangspunkt, ist das Spiel Phoenix. Ein Spielhallenklassiker aus dem Jahr 1980, und das Phoenix ist so ein Vertical Shooter aus der frühen Zeit, ein bisschen so wie Galaga, wer das kennt vielleicht, so ein Schießspiel eben, und wurde von der Firma Amstar in den USA programmiert, ein Spielautomat. Die kommen aus Phoenix, Arizona, die Firma, das nehme ich einmal an, das hat auch ein bisschen was mit dem Namen zu tun. Das ist so ein Spiel mit 5 Levels. Ja, ein Spiel, das ist aus 5 Levels aufgebaut, im Wesentlichen. Die zeige ich dann ganz kurz, wer es schon kennt, kennt das ohnehin. Und das, angeblich ist das eines der ersten Spiele, das dann nach, im 5. Level dann so eine Art Endboss hat, wo man halt so ein großes Mutterraumschiff sozusagen beseitigen muss. Und all diese alten Arcade-Automaten, Spielhaltenautomaten, kann man sich heute super im Arcade-Emulator MAME anschauen. Den kennen schon viele, denke ich. Also das sind, weiß ich nicht, 2008 Videospiele aus Spielhallenspiele ungefähr emuliert oder noch mehr. Das schauen wir uns jetzt gleich einmal an als Einstieg, wie das Originalspiel ausschaut, von dem ich dann ausgehe und das dann auf einen Homecomputer übertragen wird. Jetzt schalte ich kurz um, zeige ich das kurz im MAME. Ich hoffe also jetzt diesen Emulator auf. Also das ist das Spiel Phoenix. So ein Spielhallenspiel beginnt ja immer mit so einem Einstiegssequenz, wo man dann Münzen einwerfen muss und dann spielen kann. Ich spiele es jetzt einmal kurz an, dann erkennt es vielleicht der eine oder andere. Also sehr ähnlich, wie man das von so typischen Spielhallen-Schießspielen eben kennt. So schaut das aus. Und dieses Spiel interessiert mich deswegen so, weil das war eines der ersten Spiele, die ich selber gespielt habe. Es war so in einer Lokal bei uns zu Hause, wo ein Asteroid, Sprint und dieser Phoenix zum Beispiel aufgestanden sind. Und die Hardware und die Grafik und das Spiel selber war für die damalige Zeit nicht schlecht. Viele Farben und war ganz lustig zu spielen. Die ersten 5 Schilling habe ich ungefähr 30 Sekunden gespielt damit, höchstens. Dann war es schon wieder vorbei für mich. Ja. Also so schaut dieses Spiel im Original aus. Und ich habe mir dieses Spiel eher dann aus einer anderen Perspektive, aus der technischen Perspektive angeschaut und versucht dann, dass dieses Originalspiel möglichst genau auf einen Homecomputer, den ich mir vor 2 Jahren am Flohmarkt gekauft habe, einen Schneider CPC 464 zu übertragen, weil ich selber komme so eher aus der Commodore-Ecke oder bin mit C64 groß geworden und den Schneider kenne ich jetzt nur, da bin ich später drauf gestoßen, aber ich habe ihn auch schätzen gelernt, das war so ein schöner Rechner. Und in diesem Vortrag erzähle ich euch jetzt ganz kurz, wie dieses Projekt abgelaufen ist und wie ich das gemacht habe. Und zwar in folgenden Kapiteln. Ich erzähle euch kurz etwas über CPC und Phoenix Hardware, also die zwei Maschinen, den Homecomputer und die Ausgangsmaschine, auf der dieses Spiel läuft, zum Vergleich. Dann zeige ich euch, wie man überhaupt draufkommt, wie diese Original-Phoenix-Hardware überhaupt funktioniert oder aufgebaut ist. Das kennt man ja nicht so. So ein Schneider-CPC, das ist ein Massengerät und das ist eine Einzelmaschine eigentlich, die nur dieses Spiel
ausgeführt hat und sonst gar nichts. Indem man den MEME-Quelltext anschaut, das ist, glaube ich, ganz nett auch, dass man da einen kurzen Einblick kriegt. Dann zeige ich euch, wie ich dieses Spiel übertragen habe auf den CPC. Und dass ich dabei das Originalprogramm, das ja mehr oder weniger dann, wie ihr sehen werdet, 1:1 auf dem Schneider CPC läuft, als Binary, dass ich das trotzdem manchmal ein bisschen patchen musste. Und zeige euch dann am Ende das Ergebnis, wie dann dieses Spiel, das ihr jetzt ganz kurz da im Original gesehen habt, wie das dann auf dem Schneider CPC dann aussieht am Ende. Beginnen wir also kurz mit der CPC und mit der Phoenix Hardware. Ich steige ein mit dem CPC. Alle CPC-Profis hier mögen mir jetzt verzeihen. Ich sage jetzt nur das ganz Notwendigste. Der CPC ist ein Computer, der im Wesentlichen auf der Z80 CPU basiert. Meiner, hier der 464, hat 64 KB RAM. Hat ein ROM von 16 KB. 32. Was? 32? Ah. Also 32, die ich alle abgeschaltet habe, Klammer zu. Ein ROM von 32 KB. Einen Audio-Chip, der ganz nett ist, mit AY3812. Eine Video-Hardware, die ich als Laie jetzt ganz kurz charakterisiere mit so einem 6845 Chip, das ist so eine Art Grafikchip nicht, so ein, ja, der baut den Schirm auf, glaube ich, im Wesentlichen. Und ein sogenanntes Gate Array, wo die Schneider Grafikhardware irgendwie wiedergespiegelt ist. Aber bitte keine, frag mich keine Details. Wichtig ist hier, er hat nur Bitmap-Grafik. Also ich habe das selber, wie ich den Schneider gesehen habe, zuerst auch nicht geglaubt eigentlich. Der ist so flüssig und schnell, wenn er da im Textmodus im Basic ist. Aber er ist voll schnell. Also es ist wirklich, es ist alles Bitmap, aber trotzdem sehr schnell. Ja. Also das ist grob der Schneider. Das Wichtige ist, er ist ein Z80-basierter Rechner und hat sehr viel RAM. 64 KB kann den vollen RAM-Block, den vollen Adressbereich mit RAM ausgestalten, wenn man möchte. Kann man auch das ROM abschalten, sodass alles RAM ist. Und das ist in meinem Fall jetzt wichtig, das werdet ihr dann gleich sehen. Weil der Phoenix ist ein Videospielautomat, so schaut das Spiel, das ihr jetzt gesehen habt, in Natura aus. Das ist also so ein Stand-Up-Automat, wo man dabei steht, hier spielt, Geld einwirft. Und da drinnen läuft nur ein Programm und auf einem speziellen Computer, der nur dieses eine Programm ausführt, und später hat es noch ein kleines Nachfolgerspiel gegeben, aber im Prinzip ist es das gewesen. Der ist jetzt so, der hat eine CPU, die heißt 8085. Ich sage vereinfacht, das ist auch eine Z80 CPU, aber nicht ganz. Also, es ist wie ein 8080er so ähnlich, ein Subset würde ich meinen, von der Z80 CPU. Jedenfalls die Binaries, also die Programme, die auf einem 8085 laufen, die kann die Z80 auch ausführen. Das ist sozusagen arbeitskompatibel. Dann sehr wenig RAM eigentlich, 4 KB RAM. Das ganze Spiel, das man da gesehen hat, braucht nur 4 KB RAM. Das ROM, das Spielprogramm selber, und braucht, und da ist glaube ich Grafik auch dabei, da bin ich sicher, 16 KB ROM jedenfalls. Nein, das ist nur das Programm, 16 KB ROM. Dazu kommt noch so ein Character ROM für die Grafik selber. Dann hat er einen Audio-Chip, da am Beginn, wenn man so ein Level startet, da kommt so eine Melodie. Das ist so ein Standard-Chip drinnen, MN und so weiter heißt der. Das ist ein Doorbell-Chip, also so eine Klingel, der so eine Melodie spielt, so ein Chip. Das ist dort reinprogrammiert ins ROM des Chips und spielt dann die Melodie, die beim Start des Spiels erklingt, ab. Und hat weitere so Spezialhardware, der Schuss und so weiter, Schüsse, Explosionen, sind mit eigener Hardware umgesetzt, eigenen Chips. Nicht Chips, also mit TTL-Bausteinen im Wesentlichen, glaube ich, gelöst. Und das Video, die Video-Hardware ist auch speziell, das zeige ich euch gleich. Eine charakterbasierte Hardware eigentlich, also das Spiel schaut zwar relativ flüssig aus, die bewegen sich relativ smooth, die alle Figuren dort, aber dennoch ist alles aus Zeichen aufgebaut. Also ein ganz normaler Zeichenbildschirm. Und alle Grafik sind in ROM-Chips dann gespeichert, also die ganzen Bilder, wie die Vögel und das Raumschiff ausschaut, ist alles dort drin. Also die zwei Hardwares haben wir. Und diese Video-Hardware von dem Phoenix-Automaten wollen wir uns jetzt noch mal ein bisschen näher anschauen, weil das wird dann für die Übertragung interessant, glaube ich. Also der Phoenix basiert eben auf dem 8085, das ist eine Z80-CPU, und hat ein Programm, ein Spielprogramm, das ist im Adressbereich von 0 bis 3FF
hinterlegt. Und er hat RAM. Dieses RAM, das ist im Block 4000 drinnen, also in dem Adressbereich 4000 drinnen. Das besteht im Wesentlichen aus zwei Teilen, nämlich aus zwei Bildschirmspeichern. Er hat zwei Bildschirmspeicher, zwei 32 x 26 Zeichen Matrixen, die er auf den Schirm zeichnet. Und zwar zuerst den Hintergrund und dann obendrauf den Vordergrund. Genau. Und überall, wo der Vordergrund leer ist, wo Blanks sind, wo schwarz ist, scheint der Hintergrund durch. So ist der Phoenix. Also der hat nicht so einen Bildschirmspeicher, wo man sonst sagt, das ist ein Block, das sind die Zeichen, sondern er hat zwei Ebenen, zwei Layers von Video-Hardware. Also zuerst der erste ist der Background und dann der Foreground. Also der Background, das sind dieser Block in diesem Speicherbereich. Wenn ich da was reinschreibe, erscheint das im Hintergrund. Also wenn die CPU da was reinschreibt, erscheint das im Vordergrund im Wesentlichen. Und eben der Vordergrund ist durchsichtig. Der Background hat noch eine Spezialmöglichkeit. Er hat ein Scrollregister. Die Hardware kann den Background also beliebig von 0 bis 256 an einer beliebigen Position beginnen lassen. Also da wird dann der ganze Hintergrund senkrecht verschoben dargestellt. Und wenn ich das zum Beispiel auf 20 setze, das zeige ich euch jetzt am nächsten Bild, so kann man sich das dann vorstellen. Also der Hintergrund mit so, zum Beispiel den Sternenhimmel, den man da gesehen hat, der so nach unten scrollt bei dem Spiel. Das ist so ein Hintergrund, das sind das die einzelnen Zeichen, sind die Sterne. Und dieser Hintergrund kann gescrollt dargestellt werden. Also mit einem Register, ich mache einen Write, schreibe dort rein, zeigt mir den Hintergrund ab an der Stelle 30. Dann wird am Bildschirm im oberen Bereich beginnt er es zu zeichnen. Und unten geht sich dann das ja natürlich nicht mehr aus, der ganze Schirm. Wird dann oben weiter gezeichnet. Also da rollt so ein Überrollbereich ist das. Ne? Also da kann man dann hardwaremäßig den Hintergrund scrollen und der Vordergrund, der besteht eben hauptsächlich aus Blanks von mir aus und dazwischen sind das Raumschiff und die Vögel, die werden dann oben drauf gezeichnet. Okay, und deswegen hat er es auch, weil wenn später mal im höheren Level wird der Boss von den Phönixen überflogen und dann sind die Phönixe außen und schwarz. Also es ist keine Maske um die Phönixe. Bei mir, genau, ja, das ist ein Bug, ja. Also es ist ein Bug in meinem Emulator. Im Original schon. Im Original ist es perfekt, aber ich musste, es ist kein Bug, sondern ich habe eine bewusste Entscheidung getroffen, sagen wir so. Ich hatte das nämlich schon einmal. Aus Speed-Gründen musste ich das anders machen. Aber im Original scheint das durch. Überall, wo die Farbe schwarz ist, das ist durchsichtig. Da scheint der Hintergrund durch. Und wo vorne keine Farbe schwarz ist, dann nicht. Also es wird nicht das ganze Zeichen drüber geklatscht, ja, so wie bei mir, sondern im Original ist es wirklich wie ein Sprite, also wirklich durchsichtige, schwarz ist durchsichtig für den Vordergrund. Das macht die Videohardware, die kann das vom Phoenix. Das ist nicht schlecht, kann man ganz gut nutzen, aber vor allem eben für solche Spiele. Die Raumschiff-Animationen werden durch Zeichenänderungen. Genau, wenn das Raumschiff so schwankt, werden das andere Zeichen, die ähnlich ausschauen, aber ein bisschen verändert sind, drüber geschrieben. Auch die Vögel, wenn sie sich bewegen, die bewegen sich nicht so in Achterschritten, sondern die sind so halb, da gibt es dann halt verschiedene Bilder, immer wenn er... Ich glaube, wenn er richtig startet, dann hat man teilweise den Zeichen auf dem Bildschirm gesehen, hat man wirklich... Ja, das sieht man dann, genau, ja, genau. Das sieht man dann auch, wo das dann ist. Ich zeige es euch dann am Meme nochmal. Ja. Also so... So funktioniert die Video-Hardware des MAME. Jeder von euch, der jetzt schon ein bisschen einen Homecomputer-Touch hat oder einen CPC kennt, sagt, naja, das könnte man vielleicht auch machen am CPC, muss man halt selber zeichnen. Aber also die Richtung bin ich dann gegangen. Wie bin ich da überhaupt drauf gekommen, dass diese Video-Hardware so funktioniert und wie die überhaupt genau funktioniert und an welcher Speicherstelle diese Bildschirmspeicher sind für den Vordergrund und für den Hintergrund? Wenn ihr das mal probieren könnt, da kann ich empfehlen, lest den MAME Source Code von dem MAME Emulator. Ist nicht so tragisch, weil der MAME ist ein Riesenkoloss, weil da 2000 oder 3000 Spiele drinnen sind. Wenn man es jetzt von GitHub runterlädt, sind es dann vielleicht, ich weiß nicht, 10 Megabyte Source Code oder irgend sowas. Aber das ist, man ist erschlagen, aber es ist nicht so schlimm. Schauen wir uns das an, wie das in diesem Beispiel Phoenix ausschaut, dieser MAME Source Code. MAME ist ein Emulator und wenn man da ein neues Spiel reinstellt und ein neues Videospiel dort emulieren will, dann
nutzt man da so Makros. Fast alles ist aus C-Makros aufgebaut. Es sind eine riesen Makro-Library und man kann dann eine neue Maschine relativ deklarativ dort spezifizieren, wenn man so will. So schaut das in dem Fall Phoenix aus. Das ist da oben so ein Vorgeplänkel, das beginnt dann, ja, meine Maschine hat eine CPU, die Main-CPU, das ist ein 8085er, weiß ich das einmal. Dann ein bisschen später steht dann, kommen ein paar Sachen dazwischen, dann steht Screen Update Driver, Phoenix Screen Update Phoenix. Das ist jetzt eine C-Routine, die kann man sich dann anschauen und lesen. Da steht dann drinnen, ja, wie er das dann rausliest aus dem Speicherbereich und irgendwo auf den Schirm schreibt. Also da kann man dieses Grafik-Layout ableiten daraus. Ein bisschen weiter im Treiber steht dann, schaut das dann so aus. Da steht drinnen hier ROM Load, ein File. Das ist das Binary mit dem Originalspielprogramm. Kann man sich aus dem Internet runterladen, wenn man die Rechte dazu besitzt. Und das sind die Files, die dieses ROM ausmachen. Und da steht dann, an welcher Stelle im Speicher die geladen werden. Also dort, wenn man die dann da reinlädt, das ist dann der Block von 0 bis, es geht dann noch weiter, bis 3FFF, das sind, so ist dann das Spiel selber. Oder steht dann auch in weiterer Folge noch drin, wie ist die Memory Map dieses Spielautomaten. Das ist dann die Address Map Start für Phoenix und das schaut dann eben so aus. Von 0 bis 3FFF ist das ROM. Was da drinnen ist, hat man vorgesehen, eben diese Files, die Inhalte dieser Files. Dann von 4000 bis 4FFF ist so ein gebanktes RAM, das lasse ich jetzt einmal weg. Aber vor allem auch das Video-RAM. Also diese zwei Bereiche, die man da vorgesehen hat, das Vordergrund und der Hintergrund. Was haben wir noch? Das ist das 5000, ich lasse jetzt ein paar aus, 5800 ist das Phoenix Scroll Register. Das ist dieses eine Byte, wo man scrollen kann. Ja, und so geht das weiter. Die Sound Devices, wenn der Phoenix was auf 6000 oder auf 6800 schreibt, ertönen die Klänge, also die Explosionen und so weiter. Bei 7000 ist eine Eingabe, wenn er dort liest. Dort wird ihm zur Verfügung gestellt die Joystick, also Joystick hat er nicht in dem Fall, sondern die Tasteninputs und dann gibt es noch so einen Deep Switch Port. Also im Wesentlichen schaut dieser Source Code von MAME so aus in so einem Treiber und man kann sich eigentlich, ohne dass man da viel Code selber sieht oder viel prozeduralen Code sieht, kann man sich relativ gut rauslesen, was da, wie der funktioniert und wo die, an welchem Memory-Bereich das ist. Unter anderem ist zum Beispiel auch drinnen, an der Stelle 7000 haben wir vorher gesehen, ist so ein Input Port. Da steht dann drin, das Bit 1 ist dann der Coin-Port. Also wenn man eine Münze einwirft in diesen Automaten, wird das Bit 1 an der Adresse 7000 gesetzt. Das checkt dann die Software, ob die Münze eingeworfen wurde. Oder wenn ich den Start 1-Knopf drücke, Start Spieler 1, wird das Bit 2 gesetzt. Das Bit 3 wird gesetzt, wenn ich den Two-Player-Start drücke und so weiter. Also so ist das alles eigentlich deklariert, wie die Hardware dieser Maschine funktioniert. So kann man sich das also erlesen und erkennen, was die macht. Und dann habe ich eine Technik angewendet, um dieses Spiel zu übertragen, die ich jetzt schon, für mich ist es jetzt nichts so Neues mehr, weil ich habe das schon mit anderen Spielen auch gemacht, mit Asteroids zum Beispiel oder mit Spring, indem ich einfach gesagt habe, das geht auch nicht immer, schauen, dass wir uns nochmal die Hardware dieses Spielautomaten anschauen, ganz grob so beschrieben. Und wenn man jetzt ein CPC, die CPC-Hardware-Beschreibung sich dazu anschaut, dann kann man erkennen, naja, hier in diesem Bereich, in diesem ROM-Bereich, wenn wir da uns auf dieses Spielprogramm Phoenix da reinschreiben und das einfach durch die CPU des Schneider ausführen lassen, dann wird das wohl laufen. Also ich ersetze quasi den Schneider, den 8085 durch die Z80 CPU des Schneider. Dann habe ich also da in diesem Bereich, in diesen 16 KB ein Spielprogramm drinnen und das führe ich dann aus. Und wenn das dann läuft, dann wird es immer, wenn etwas auf dem Schirm erscheinen soll, wird dieses Programm am Schneider in den Bereich 4000 bis 433F was reinschreiben und wenn im Vordergrund was erscheinen will, so wird es da was reinschreiben. Das läuft dann so vor sich hin, man sieht nichts, ne? Weil das sind für den Schneider ganz normaler RAM, ist ja kein spezieller Bildschirmspeicher oder was, das zeigt am Schneider gar nichts, das ist nur für die Video-Hardware, für den Phoenix ist das Video-RAM. Aber da drinnen verändert sich was. Da sieht man schon, da wird der Schirm aufgebaut und der Text und so weiter. Da sieht man, wenn man das mit einem Memory oder mit dem Debugger dann anschaut, sieht man schon, tut sich was. Ne? Und ja, jetzt liegt es eigentlich schon auf der Hand, wenn das einmal so im Stillen läuft, dann kann ich sagen, na, was ist, wenn ich jetzt periodisch
idealerweise 50 Mal pro Sekunde, das geht natürlich nicht, sondern von Zeit zu Zeit, sagen wir so, diesen Bildschirmteil da einfach auf den Schneider darstelle. Der Schneider hat oben im oberen Speicherbereich ab 10.00, so standardmäßig, hat er die Bitmap. Wenn man da dort was reinschreibt, dann sieht man was. Ne? Und jetzt habe ich einfach zwei Routinen geschrieben. Routine 1, die läuft eben, die Zeit, die nimmt diesen Speicherblock 4000, berücksichtigt dieses Scrollregister und verschiebt das Ganze und zeichnet das eben in den Schneider seinen Bildschirmspeicher. Dann steht einmal der Hintergrund, sieht man im Hintergrund laufen. Wenn ich das immer wieder update, x mal pro Sekunde, dann sieht man, ah, da baut sich das, das scrollt das nach unten und baut sich der Hintergrund auf. Das ist die erste Routine. Und dann on top lese ich auch den Vordergrund, den Speicherbereich ab 4800. Lese das durch, diesen Speicherblock, überall wo ein Blank ist, mache ich nichts. Und wo ein Zeichen ist, ein Raumschiffteil oder sowas, zeichne ich das dann drüber, über den Hintergrund drauf. Ne? Ist eigentlich nicht wahnsinnig schwierig. Dabei bedient man sich der Charakter-Bilddaten, also dieses Charakter-ROM, die Grafikform, die im Originalautomaten ist, die kann man leicht, habe ich dann genommen und einfach auf den Schneider rüber kopiert. Hat ein bisschen anderes Format, aber kann man dann umkopieren und diese Bitmaps dort auch speichern. Ne? Wenn man das macht, dann läuft das schon einmal und man sieht, da baut sich, da läuft das Spiel. Beim Phoenix ist das so, der ist halt relativ einfach, dieses Spielprogramm hat viele Vorteile, kann man relativ gut so emulieren, weil das braucht einmal, da hat man schnell einmal ein Erfolgserlebnis, es braucht relativ wenig von der Hardware, von der Original-Automaten-Hardware und anderen Registern und insbesondere hat es keine Interrupts, ist auch gut, hat man relativ schnell ein Erfolgserlebnis, darum ist der Phoenix nett zum Einstieg. Und dann hat man also schnell mal was. Und kann sich schon mal freuen, dann ist die Motivation da, dann auch den Rest zu machen, den Input und so weiter. Jo, das war schon einmal der Hauptteil eigentlich. Ja, was wollte ich noch sagen? Was ist noch wichtig? Da unten, wenn das Programm in diesem Bereich läuft, da ist das echte Programm drin, muss ich eins machen, ich kann dem Schneider nicht, leider nicht mehr erlauben, sein Betriebssystem und seine Firmware da auszuführen. Weil der schreibt da, der hat einen Interrupt und schreibt da dauernd rein in diesen unteren Bereich und würde das Programm überschreiben, das ja jetzt läuft. Ne? Das geht nicht, daher musste das komplette Betriebssystem abgedreht werden. Auch das aus dem Speicher, ich weiß nicht, wo das liegt irgendwo anders, keine Ahnung. Das ist also vollkommen abgeschaltet. Ja. Und auch der Interrupt ist abgeschaltet, es gibt keine Interaktion durch den Schneider selber. Also die ganze Firmware und der Interrupt ist weg. Und der springt ja immer wieder in diese untersten 256 Byte rein, oder? Weil sonst hätte vielleicht, ja, zum Beispiel ist auf 0.38 ein Interrupt-Vektor. Weil die Firmware-Routinen handhaben das dann schon, dieses Lower-ROM immer rein- und auszublenden. Ja, natürlich, ja. Wenn der immer wieder da unten reinspringt, dann ist blöd. Ich glaube, es musste dann so sein, weil auch das Betriebssystem selber da unten sich so Zwischenvariablen, also so Zwischenwerte ablegt. Sachen updaten, wie Uhrzeit und so. Also alle möglichen. Nein, die liegen oben, aber er muss dafür unten reinspringen. Das ist das Dilemma. Er hat da unten die Sprungtabelle. Ich hätte jetzt gedacht, dass er da unten auch Sachen noch stehen hat. Die er immer will. Ist ja wurscht. Also er hat einige. Ja, er schreibt auf jeden Fall dann darum, es musste abgeschaltet werden. Was sehr schade war, weil dann musst du alles selber machen, was der Schneider. Die Tastatur auslesen zum Beispiel, musste ich dann leider selber machen. Mit Stefans Hilfe ist dann irgendwie gelungen. Ja. Okay, was muss man noch machen? Nicht nur die Grafik, dann habe ich gesagt, na gut, ja, jetzt machen wir weiter, jetzt auch den Input. Und zwar, ihr habt das vorher gesehen, dieses Spielprogramm geht davon aus, dass auf der Adresse 7000 ein Bitmuster ist, dass die Tasten, die auf dem Arcade-Automaten gerade gedrückt sind, also links, rechts, Feuertaste und so weiter, Startknopf, dass die dort jederzeit zur Verfügung stehen und die Hardware widerspiegeln. Also jetzt brauchst du noch eine Routine, die das Keyboard liest, leider ohne Firmware jetzt, die das super unterstützt hatte, aber es muss ja selber geschrieben werden, die periodisch dann aus dem CPC-Keyboard oder aus dem Joystick dann diese Adresse 7000 befüllt, sodass das Spielprogramm zufrieden ist. Das hast du dann aber im Interrupt laufen, oder?
Nein, habe ich auch. Ich habe den Interrupt ausgeschaltet, ich habe das Programm gepatcht, sodass dann in der. Ich habe gesucht, wo ist die Main, die Hauptschleife dieses Spiels. War dann leider notwendig, ja. Man kann das auch im Interrupt irgendwie lösen, aber es ist auch wieder mühsam. Aber es geht schöner, eleganter wäre es im Interrupt. Also meine Lösung ist sicher nicht die eleganteste, sondern sicher noch einiges zu verbessern. Aber ich habe es jetzt einmal so gemacht, ja, ohne Interrupt. Beim Sound ist es auch so ähnlich. Das sind, wenn man auf der Video-Hardware da an der Stelle an der Adresse 6000 was schreibt oder 6800, dann entstehen so Explosionen und der Schuss und so weiter. Das ist so eine Hardware dahinter, die das einfach entgegennimmt und dann den Ton erklingen lässt. Das Original-Mainboard nichts, oder? Also das, der sagt halt einfach nur, mach, und der Chip spielt einfach nur sein Hardware. Irgendwie sein Wave, den er da halt hat. Oder halt irgendwie seine Welt, ja, machen sollte. Bei der Original-Hardware? Ja. Ja, das ist komplexer. Das ist ein. Also der eine Chip, der die Musik spielt, das ist ein reiner Chip, das ist irgendwo eingebaut, aber die Explosion, die ist aus bis das eigene Sound-Hardware gebaut, also so eine Art. Ja, aber ich meine, muss der Prozessor irgendwas erzeugen, dass die Hardware den Sound spielt, oder sagt er wirklich nur Tu? Nur Tu, genau. Also, ich schreibe da 1 rein, dann spielt er die Explosion, ich schreibe 2 rein, ich vereinfache jetzt, dann spielt er den Schuss, also er braucht nichts erzeugen, keine Waves oder so. Er holt nichts irgendwo aus dem RAM und schiebt das dann in irgendwie. Nein, ist nicht notwendig, genau, es ist eine reine, es macht echt, ist alles die Hardware dann. Das muss man auch am Schneider dann alles in der Software machen, und das ist auch ein Schwachpunkt ein bisschen, aber es erklingt irgendwas. Periodisch liest er dann diese Adressen aus, was da gerade drinnen steht, und das heißt dann, ja, das, jetzt soll eben der Schuss erklingen, und das spiele ich dann eben mit dem Soundchip des Schneider stattdessen, statt der Original-Hardware. Also es ist eigentlich eine periodische Simulation dessen, was dieses Spiel, das da so in einer Art Sandbox läuft auf dem Schneider, einfach macht. Ja. Also, und das Schöne ist, das Original läuft weiterhin. Ne. Also es ist echt das Originalprogramm. Wie ich schon gesagt habe, leider geht es nicht ganz so, dass man das so in sich laufen lässt, oder ich habe es nicht geschafft, und dann nur von außen quasi, da würde man einen Interrupt brauchen, dann nehme ich das wahrscheinlich, sondern man muss an einigen Stellen das Originalprogramm patchen, nenne ich das jetzt einmal. Das heißt, ich habe gebraucht, das ist jetzt dann eh, ich brauche irgendwo einen Punkt, wo ich periodisch, wo dieses Spielprogramm periodisch in eine meiner Routinen springt, wo ich dann meine periodischen Arbeiten machen kann. Den Schirm darstellen, den Sound abspielen, die Inputs bereitstellen. Also für diese Darstellungen muss ich irgendwo einen Punkt finden, wo ich selber rausspringe. Dann musste ich schreibe jetzt nur die größten Patch-Gründe her, dann musste ich Fehler unter Anführungszeichen korrigieren. In dieser Video-Hardware, ups, ich gehe nochmal daher, da ist da das ROM von 0 bis 3 FF und, jetzt sieht man es nicht, jetzt gehen wir mal zurück, hier ist das ROM, wo das Spielprogramm drinnen ist, und hier bei 4000 beginnt schon der Hintergrundspeicher. Und leider sind in diesem Spielprogramm Fehler in der Form drinnen, dass wenn das über den Background oben drüber schreibt sozusagen, dann schreibt er irgendwo hier in den Dreierblock rein. Es ist auf der Original-Hardware wurscht, weil eh ROM, da kann man nicht schreiben, ne? Das ist egal. Aber am Schneider zerstört das Programm, weil das alles RAM. Ne? Also, es war mühsam. Ne? Das ist Programmierfehler eigentlich, aber es ist, wie gesagt, egal. Das ist Kopierschutz, ist das. Ja, Kopierschutz wahrscheinlich, damit man es nicht so leicht übertragen kann. Also, jetzt musste ich diese Routine, jetzt muss ich ein bisschen was, musste ich schon disziplinieren. Also, es ist nicht notwendig, das ganze Spiel zu verstehen und zu reverse-engineeren. Aber ein paar Sachen schon, eben um diese Bugs zu finden, da musste ich diese Routinen ersetzen durch andere, die dann fragen, ja, bin ich unter 3000, und wenn nicht, dann schreibt dort nicht rein. Also das macht es auch wieder langsamer, also es hat vieles auch Nachteile dann. Und andere Kleinigkeiten. Du fängst den Fehler ab, hast aber das Original-ROM nur insoweit modifiziert, dass du diesen Test einbaust. Aber du hast das nicht den Fehler gekriegt. Ich habe den Fehler nicht korrigiert sozusagen. Ja, wäre auch schön, ja, aber habe ich dann nicht weiter verpackt. Und am Hersteller schicken. Ja, an die Firma Amstar, ja genau. Ja. Für die nächste Version damit. Bitte ein Update. Firma Upgrade übers Netz. Ne. Ja, okay. Und dann noch ein paar Kleinigkeiten, dann am Schneider habe ich das ausgeschaltet, dass keine Münzen geworfen werden müssen, dass man mit dem Feuerknopf starten kann. Und ja, genau, so. Das klappt natürlich noch immer so, ja. Irgendwann ist er voll. Ja, also, und andere Gründe noch, ja, aber
Jetzt noch einmal kurz etwas Technisches, jetzt für viele von euch ein Klacks. Wer Assembler kann, ist es für den ist das klar. Wie kann man das machen, dass man so ein Original patcht? Weil häufig ist es ja so, ich brauche an einer Stelle, muss ich was machen, wo aber gerade was anderes steht. Also zum Beispiel gibt es eine Konsequenz, das hat jetzt schlecht umgebrochen, an der Speicheradresse 97 steht zum Beispiel der Befehl lade HL mit B und 98 geht es dann weiter, lade L mit 9B und so weiter. Aber genau an der Stelle möchte ich 17 Sachen machen, weil das ist genau in meiner Schleife drinnen, in der Unendlich-Schleife, in der das Spiel läuft und da passt es gut rein. Da ersetze ich das einfach, indem ich sage, diese drei Bytes, 1, 2, 3, die eigentlich das machen, ersetze ich durch einen Jump auf 8000. Und bei 8000, da mache ich dann eines, ich merke mir alle Register einmal, damit ich den Zustand vor mir merke. Dann mache ich viele coole Sachen, den Schirmzeichen und so weiter. Dann setze ich die Register zurück und dann führe ich den Code aus, den ich da überschrieben habe, weil der muss ja auch gemacht werden. Führe ich das aus und dann springe ich zurück, wo das rausgegangen ist, wieder daher. Der 8085 hat doch nur den einfachen Registersatz. Da könnte man ja Register merken, man müsste eigentlich bloß den Registersatz umschalten, die coolen Sachen machen und den Registersatz wieder zurückschalten. Ja, so hätte ich es machen sollen, ja, genau. Ja. Ja. Ich glaube, das wäre gut, ja. Ja, wäre cool, ja. Ich glaube, ich habe es nicht gemacht. Ja, also das, ich glaube nicht, es ist mir bewusst, dass das geht beim Z80, aber ich glaube nicht, dass ich es so gemacht habe, sondern ich habe es auf traditionelle Weise halt in so einem Speicherbereich zwischengespeichert. Man braucht nur die Register, die man selber überschreibt, natürlich sichern, aber das hätte es schneller gemacht, keine Frage. Ja. Jo, das ist so, so wäre es noch besser, ja. Also nur ganz grob, also da kann man sicher noch optimieren. Jo, das Ergebnis zeige ich jetzt noch und dann vielleicht noch. Auch das, was nicht so hingehaut hat. Das kriegt man die Stellen, oder? Ja, das Original wäre gut. Also das Original nochmal kurz, wie das so grafisch ausschaut. Vielleicht noch zum Original. Ich habe jetzt den MAME aufgerufen im Debugging-Modus, auch sehr praktisch. Nicht viele von euch werden das machen. Da bin ich da drinnen, das ist das Programm. Das sind jetzt Mnemonics im 8085 Assembler. Da wird das Deckpointer gesetzt, so da fängt das an und so weiter. Das ist also das Programm, kann man sich mit dem Single-Steps-Debugger durchdebuggen und kann schauen, was passiert, theoretisch. Also wenn man das disassemblen will mit MAME, kann man sich voll verausgaben. Das ist wirklich nicht schlecht. Auch wenn man dann selber da patcht, kann man das sich da... Also so schaut es aus, also relativ schön, sag ich mal. Und ich werfe das nochmal kurz an, das ist das Original noch. Ne? Und ihr seht da dieser scrollende Hintergrund, den ich vorhabe, das ist der Background und da drüber ist der Foreground jetzt. Das ist also zwei Layers übereinander. Das vorderste Layer, alle diese, das Raumschiff und die Vögel sind im vorderen, ne? Und alles andere ist hinten. Eine Frage, die Vögel fliegen links raus. Ja. Ist das ein Anzeigeproblem oder ist das im Speicher drin und... Ich glaube, das ist im Speicher drinnen und wird da, ich glaube, also das ist bewusst so, das ist 26 mal 32 stellt die Original-Hardware den Schirm dar. Das ist mir vorhin schon aufgefallen gewesen und das kommt dann nicht rechts rüber, sondern rechts macht das weniger und links macht das mehr. Davon spielt der Vogel komplett nach. Aha. Vom oberen, oder? Interessant. Ja, rechts macht er bloß kurz einen Tapper und links verschwindet der ganze Vogel. Achso, ja, das ist das Originalprogramm, ja, auch Buggy oder, ja, hätte man es wahrscheinlich besser machen können. Das ist das eine, das schalten sie dann komplett ab. Ja, vielleicht haben die auch den besteht aus zwei. Irgendwann mal verkleinert, das ist ja ein horizontaler, ein vertikaler, ein normaler Monitor hat nur vertikal gedreht. Ja. Dass die vielleicht Probleme hatten mit dem Bezel oder sowas, dass da irgendwas mit der Röhre über... So musst du bloß eine Koordinate prüfen auf Ende und nicht oberes Ende schlägt oben an, unteres Ende schlägt unten an, sondern nur oberes Ende schlägt oben oder unten an. Das ist auch so ein Anzeig. Also, das ist eine einfache Abfrage. Ich denke, es ist eher Software, die Software schwach behauptet. Das ist interessant, dass so Kleinigkeiten da. Ja, da fallen die Fallen dann, wenn man sich mit der Hardware beschäftigt, dann achtet man drauf. Das ist so wie beim C64 oder was, wenn man die Hardware kennt oder auch mit dem Schneider, dann achtet man drauf, was die Demos alles leisten können oder warum das so ist. Dann. Das ist hier auch nicht anders. Und da sieht man es, also der Hintergrundscroll. Jo, so ist das Original, jetzt das zweite Level, das werde ich jetzt nicht sagen. Das hat wahrscheinlich damit zu tun, weil der das Zeichen. Das fängt ja links oben an, das besteht ja vielleicht aus vier Zeichen oder was, genau. So ein Alien, und wenn der das Zeichen zeichnet und das außerhalb offscreen ist, dann zeichnet das gar nicht. Genau. Wenn es aber auf dem Screen ist, dann zeichnet das und dann hängt es hinten halt ein Stück raus, aber wenn es links ist, ist es nicht im Screen. Genau, und wenn man, ich habe das dann in einem eigenen Emulator mal gemacht
und habe die Anzeige erweitert, nicht auf 26, sondern auf 32. Ich glaube, mich zu erinnern, sieht man, dann geht das da weiter. Also die Software schreibt das da rein dann, obwohl das nicht mehr gezeigt wird von der Hardware, deswegen vielleicht. Aber ja. So, haben wir ein Level 2 wohl? Jetzt kommt das Level 2. Level 2 schaut so aus. Was ist anders? Kein Hintergrund. Wo sind die Sterne? Warum sind die nicht da? Weil ich die brauche für was anderes, weil ich zu nichts brauche. Schneller geht. Weil die Vögel sind jetzt im Hintergrund. Was? Ja, die Vögel sind im Hintergrund. Der Hintergrund sind jetzt die Vögel. Weil die scrollen so schön sanft. Die bewegen sich nach unten und nach oben, so schön sanft, so soft. Das sind, weil bei Character Graphic wäre das blöd. Auch hier, warum sind da die Sterne so langsam? Und nicht so schnell wie vorher. Weil der ist im Hintergrund. Das Master, das Raumschiff ist alles im Hintergrund, mit den Sternen gemeinsam. Und das kann man nicht schnell runter, das soll ja sich ja langsam bewegen, bewegen sich die Sterne auch langsam. Und die sind im Vordergrund. Die anderen Vögel, die fliegen drüber, ihr seht das, das ist wie ein Sprite. Die fliegen drüber, es gibt keine Sprites, es ist nur das zweite Layer. Also muss das Hauptraumschiff, das im Hintergrund ist, muss im Background sein. Und die Sterne können daher nicht schnell scrollen, sondern nur genauso langsam wie das Raumschiff. Ne? Das ist immer nur der Background und der Foreground. Okay? So ist das Original. Also ich muss den Hintergrund zeichnen. Ich habe mir nämlich bei dem Zeichnen jetzt viel erspart. Jetzt zeige ich euch die Schneiderumsetzung. Das wird ein bisschen enttäuschend sein natürlich im Vergleich, aber es ist immerhin noch das Original. Run H. Ich habe zwei Versionen. Ich nehme jetzt die High Resolution. Das ruft jetzt einfach den Windows Ape Schneider-Emulator auf und führt das aus. Ja, also jetzt, dass die Grafik ist das gleiche. Die Farben sind etwas weniger, weil beim Schneider kann man sich aussuchen, vier Farben, aber hohe Auflösung, die ist genauso hoch wie beim Phoenix jetzt die Auflösung, aber nur vier Farben, der Phoenix hätte mehr. Und was fehlt noch hier, das ist jetzt, die Sterne fehlen. Ich habe sie mir geschenkt, ich habe sie schon gehabt, es geht, aber es war zu langsam. Ich habe sie dann nicht raus, ich habe sie wirklich schon gehabt, ich habe sie extra rausgenommen. Level 2, hier wieder, das zerstören die Sterne sowieso nicht. Es wird euch jetzt vielleicht nicht so auffallen, ja, aber es gibt noch eins. Die Vögel sind nicht smooth. Die Vögel sind nicht smooth. Ich scrolle den Background nicht smooth, was beim Schneider auch kein Problem war. Hatte ich auch schon, ich schwöre es, ich hatte es. Es ist, ich habe bewusst die Entscheidung getroffen, es nicht zu machen. Ja. Es ist zu langsam. Es ist zu langsam. Schneider hat Bitmap-Grafik, da kann man auch smooth scrollen. Und was ich noch, diese Entscheidung habe ich auch bewusst getroffen. Weil das einfach schneller zum Zeichnen war das Zeichnen. Also da, ihr seht da, das ist nicht durchsichtig. Die andere Versionen, die langsam laufen, hast du auch noch da? Die mit Hintergrund? Boah, na glaube ich, ja, irgendwo in einem Backup, ja. Hätte ich sie laufen? Ja. Müssen die irgendwann online stellen, ja. Ja, ich habe es dann relativ schnell aufgegeben und das dann alles umgesetzt. Es war extrem, es war sehr langsam. Also mit vollem Background und mit wo das durchsichtig, also wo man das wirklich durchsichtig sieht, also mit meinen Programmierkünsten war es auf jeden Fall langsam. Wie viel schätzt du, das fehlt vom Timing her? Es ist auch hier schon, da fehlt schon einiges. Schon, oder? Also ja, weil nicht schnell, also es wird nämlich auch, es ist relativ schnell, aber es wird nicht jeder Frame gezeichnet. Okay. Ja, gut, das macht ja nichts. Also nicht jedes Mal, wo der Phoenix jetzt was zeichnen würde, sieht man, also es ist halbe Framerate. Wie viele Frames kommst du jetzt? Mach, gute Frage, also ich habe es nicht getimed. Es ist so, ich glaube, ich habe die Hauptschleife. Ich habe mich in die Hauptschleife reingehängt. Also jedes Mal, wenn sich im Spiel was am Schirm verändert, passiert das in dieser Hauptschleife. Das heißt, jedes Mal, wenn der Phoenix normalerweise ein anderes Bild zeigen würde, würde ich das auch zeigen. Aber nicht jedes Mal, sondern ich glaube, jedes dritte Mal ist es jetzt. Dreimal. Und wenn man es eins zu eins macht. Überprüft, ob es das dritte Mal ist. Genau. Also wenn es zweimal mache ich gar nichts und beim dritten Mal zeichne ich den Schirm. Darum ist auch da unten ein bisschen, das ist nicht ganz smooth, sondern überspringt manchmal was. Also ich musste halt so Trade-offs einfach eingehen, um das zu erreichen. Ich frage mich jetzt, wenn man jetzt die Langsam-Version nimmt und von uns hier reinsetzt, dass die sich da auskennen, ob was vielleicht. Ja, da bitte ich, ja. Allein schon die Parameterübergabe, also das Abspringen, das würde wahrscheinlich schon einiges bringen, denke ich mal. Das ist sicher relativ, ja, sicher eine gute Variante. Aber das ist schon ziemlich schön. Ja, man müsste mit der Bitmap, die Grafik ist langsam. Ja. Ja, es gibt so ähnliche Ports halt, also halt so Rip-Offs. Aber es gibt keine offizielle Konversion. Nee, Super Phoenix gibt es da. Okay. Das zweite Level, wo die Sinusform runterkommt, ist das wirklich Sinusform oder ist das nur irgendwas programmiert worden? Weil es sieht von Anfang an der Sinuskurve aus. Ja, kann schon sein. Ich habe es nicht dieses Jahr. Ich habe es dann nicht reverse-engineert und geschaut, wie die das machen.
macht es wirklich so wie eine Sinuskurve. Ja, klar. Also von daher ist aber Sinus ist schon was Analoges. Das wäre ganz interessant, wie sie das macht. Aber es ist ausprogrammiert. Es ist keine Hardware oder so. Keine GPU, oder? Da ist eine Tabelle drin, wo das macht. Tabelle, die irgendwo die ja, klar, ja. Tabelle, wahrscheinlich irgendeine Sinus-Tabelle, wo die Sinuswerte drin stehen. Ja, genau. Denke ich so. Ja, also es ist. Aber super. Das sind die Trade-offs, die wollte ich auch nicht verschweigen, aber das war's dann. Aber ich habe noch ganz kurz eine Schlussfolie oder zwei. Ja, es gibt noch einiges zu tun, das habe ich jetzt schon gesagt. Grafikfehler gibt es zu finden und zu beseitigen, weil das habt ihr jetzt vielleicht nicht so gesehen. Manchmal wird da nicht jeder Vogel neu gezeichnet, sondern da gibt es auch noch ein paar Bugs. Ja. Den Sound sollte man auch verbessern, ich habe keine Titelmusik und so weiter. Also das ist nicht fertig und wird wahrscheinlich auch nicht so schnell fertig werden. aber es war überraschend, dass es doch halbwegs gut geht und man musste eigentlich gar nicht, da musst du gar kein großer Spieleprogrammierer sein, weil die Spielelogik ist das Original, darüber musste ich eigentlich nicht nachdenken, sondern nur über technische Dinge, wie man das am Schneider dann rüberbringt. Beim Schneider kann man nicht so einfach totschalten, dass man sagt, man muss das Tastatur selber machen, geht das einfach beim Schneider? Das muss man auch sagen, der Schneider hat zwei super Sachen, man kann das Betriebssystem nicht mit der Clipex, sondern schon Software. Ja genau, softwaremäßig abschalten, ja. Man kann das auch wegnehmen, weil das ist schon toll. Das ist Interrupt, Robdeck blenden und futsch ist es. Ja, weil ich habe dann gedacht, dann machst du das für ein Spektrum auch. Aber das Spektrum hat da unten ein fixes ROM. Genau von 0 bis 3 FL fliegt sein ROM. Und das kann man nicht wegblenden. Das ist dort fix. Ne? Ja, gut, man könnte halt die ganzen Sprungbefehle ersetzen und dann. Ja, da müsstest du das Programm relocaten, das ist heavy. Ja. Du könntest den Assembler relocieren, das müsste gehen. Das ist aber heavy. Können, ja. Also sind das einmal disassemblieren und dann wieder assemblieren und halt die Offsets. Ja, das müsste gehen. Wenn kein Interrupt und nichts drin ist. Es sind auch ein paar Sprungtabellen drinnen, die müsste man leider, das ist ziemlich stark tabellengetrieben, die muss man auch umsetzen. Ja, oder wie finden wir darauf? Würde man finden, ja. Ginge auch. Also ich denke, beim Z80 geht es noch leichter als beim 6502-Programm. Es ist schwerer noch, da hat viel mehr statische Referenzen als beim Z80. Könnte gehen, ja. Das ist dann ein Job für euch, das auf dem Spektrum zu bringen. Oder auf einem Gameboy oder was. Das ist auch, glaube ich, ein bisschen ein Problem im Fall. Der hat, glaube ich, auch einen Z80. Ja. Und was ist. Ja. Oder was weiß ich. Ja. Aber was noch? Zwei Sachen wollte ich noch sagen. Das Gute ist beim Schneider. Deswegen habe ich ihn so schätzen gelernt. Er ist doch schnell, habt ihr gesehen? Das ist überraschend. Trotz Bitmap. Ne? Wenn das Charakter-Graphic wäre, dann wäre er noch viel schneller. Ne? Das wäre Wahnsinn. Mit dem C64 oder. Da wären wir weit schneller, da bin ich sicher. Also er ist trotzdem ziemlich schnell. Das ist gut. Was ist noch gut? Die Möglichkeit, das ROM komplett abzuschalten und eben den ganzen Speicher frei zu bekommen für dieses Spiel. Und das dritte ist, das Spiel ist hochkant. Wie du es vorher richtig gesagt hast, in dem Arcade-Automaten haben sie einen Schirm genommen und haben ihn aufgestellt. Weil das ist 32 hoch und 26 breit. Und der Schneider hat die Möglichkeit, mit dem CRTC, also mit diesem 6845, kann man den so schalten, dass er ein 32 Zeichen hohes Bild macht. Was beim 64er oder was schon gar nicht mehr geht oder gar nicht geht. Also das funktioniert da, hat man gesehen, das ist 32 hoch. Der Schneider hat sonst wie viel? 25 Zeichen hoch oder so, zwei Zeilen, Entschuldigung, ist der hoch normalerweise, aber man kann ihn auf 32 umschalten. Das habe ich gemacht. Es gibt da vielleicht Fernseher, die das dann oben und unten abschneiden, weiß ich nicht, aber. Aber auf meinem Fernseher ist es gegangen. Also, das ist auch super. Also der Schneider ist wirklich ziemlich flexibel, muss man wirklich sagen. Das ist überraschend, dass das so gut gelaufen ist. Jo. Und wer jetzt bestellt, kommt rein. So. Aber ich bin kein Schneider verkauft. Ja, warum sage ich das? Weil ich will meinen Schneider, den ich vor 2 Jahren am Flohmarkt gekauft habe, könnte ich jetzt verkaufen hier. Ne? Jetzt ist so Mehrwert. Mit Kassette, ja. Ich wollte jetzt Super Phoenix schon auch absehen. Ja, nein, den Schneider behalte ich schon, natürlich. Ja. Also, aber, ja, vielleicht. Ja. Dann war's für euch, ja. Okay, also das war's. Ich wollte eigentlich nur ganz kurz einen Eindruck vermitteln, wie das geht im Wesentlichen. Und vielleicht probiert das der eine oder andere eben auch einmal aus, ja. Herzlichen Dank, Volker. Danke, dass ich hier sein durfte. Hat mich sehr viel Spaß gemacht. Gerne, ja. Danke.